Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal wieder ein Unboxing. Ich hatte ja im letzten Video über die Kopfhörer, ich mache euch mal nach unten, von Logitech, hatte ich gesagt, eigentlich sollte das ein Vor-Unboxing werden. Und was das dann nicht geworden ist. Und Logitech hat mir dann später nochmal, also ohne dass ich geschrieben habe oder so, kam dann nochmal eine E-Mail von UPS, das was unterwegs ist, zu mir. So, die haben sich auch schon einige gekauft, glaube ich. Das ist die, jetzt kann ich es euch genauer sagen, die C922 Pro Stream Webcam ist das. So, und zwar dieses gute Stück. Ich werde dazu auch noch ein Hardware-Video machen, logischerweise auspacken, und wenn wir jetzt, und dann später noch ein Video, wo wir uns die Hardware genau angucken. Und dann werden wir auch noch eine Videoprobe machen. Dann mache ich ein Video drin von, oder zwei Videos nebeneinander, immer mit der und immer mit dem Vorgänger, den ich ja habe. Und hier steht drauf 1080p, 30 FPS, 720p, 60 FPS. Und dann auch noch so ein, ja, also dass es wohl schnell sein soll. Hier steht Unterschiede, auch auf der Rückseite. Also meine C920 kann auch das gleiche. Nee, Quatsch, 720p kann sie nur in 30 FPS, die kann hier 60 FPS. Das haben sie alle gleich. Den H264 Codec. Fokus haben sie auch beide. Stereo sind sie auch beide. Aber hier die oberen Punkte hat nur die Stativ. Also hier ist ein Stativ mit bei. Das hat nur, ist nur hier mit bei. Und Ändern des Hintergrundes. Da bin ich mal gespannt. Also da bin ich mal sehr gespannt. Jetzt werden wir das mal aufmachen. Das werdet, die Cam, die werdet da in den nächsten Videos dann logischerweise sehen. Die werde ich die jetzt in der nächsten Zeit benutzen. Die habe ich auch nur 3 Wochen und dann geht es an Logitech zurück. Also falls ihr da Fragen habt, 3 Wochen lang habe ich die Chance, euch die zu beantworten. Ja, so sieht es aber aus wie meine. Seht ihr das? Hier sieht sie so silber aus. Da und da. Und hier ist jetzt ein gutes Stück. Und da ist nicht silber. So. Seht ihr das? Das werden wir uns dann im Hardware-Video genauer angucken. Hier geht es jetzt nur mal ums Unboxing. Ich werde dann auch gleich meine C900 holen und dann werden wir uns das auch angucken im Vergleich. Ne, C920, hier ist das Stativ mit bei. Das werden wir uns dann auch alles im Hardware-Video angucken. Dann haben wir, ach, hier ist XSplit mit bei. Muss ich so wegpacken, damit ihr das nicht seht. Wir haben einen Code für XSplit mit bei für 3 Monate. Ich habe XSplit ja momentan drauf. Das ist gut. So, und hier ist dann nochmal erklärt, wie sie gekippt wird und nochmal eine Anleitung. Weiter ist hier eigentlich nichts drin. Können wir das mal rausnehmen hier, ob da noch irgendwo was versteckt ist. Nee, da ist nichts versteckt. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier, so war das, hier wieder reinkriegen. Dass es nicht kaputt geht, weil ich muss das ja dann bald wieder zurückschicken. So, zumachen brauche ich es nicht. So, und wie ihr seht, ihr habt praktisch die Cam mit bei und ihr habt ein Stativ mit bei. Und das Stativ könnt ihr dann hier unten damit ranmachen. Das werden wir uns aber alles gleich
im Hardware-Video angucken. Ihr habt dann auch hier, also wie gesagt, XSplit für 3 Monate habt da mit bei. Ich mache jetzt extra nicht drum wegen dem Code. Ihr habt eine bebilderte Anleitung mit bei, wie ihr das am Bildschirm befestigen könnt, beziehungsweise wie ihr es am Stativ befestigt und dass ihr die Logitech-Software braucht. Support. Da steht es dann alle drauf. Habe ich ja drauf durch die 10920. Und dann hier nochmal das technische Datenblatt. Ja, das war jetzt wohl ein sehr kurzes und knackiges Unboxing. Würde ich sagen, das reicht jetzt auch für das Unboxing. Und ja, dann sehen wir uns gleich im Hardware-Video wieder, wo wir die uns dann mal genauer angucken werden und mal mit der 10920 vergleichen werden. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.